Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ihnen allen, liebe hier Anwesenden, Zuhörenden, vielleicht auch Teilhabenden, herzlich willkommen, liebe Gäste. Mein Name ist Imke Lohmann. Ich arbeite jenseits der Biofach als Unternehmensberaterin. Und hier und heute moderiere ich gerne und voller Neugier für Sie. Ich bin gespannt zu erfahren, wie Sie hoffentlich auch, Naturkostfachhandel 2.0 zum Fachhandel 3.0. Branchentrends und Zukunftsvisionen in der Diskussion. Ich möchte gerne im Vorfeld Ihnen einen Überblick geben, wen Sie hier nicht nur vom Namen, sondern auch vom Hintergrund stehen oder sitzen haben. Zu meiner linken Seite begrüße ich Michael Kruse vom Biomarkt Neubrandenburg. Er betreibt dort seit 2006 einen Bio-Lieferservice, seit November 2009 ein Bio-Fachgeschäft und seit 2012 in direkter Nachbarschaft zu sich selbst einen Gumeria-Laden. Dieser ist nicht nur Bio, sondern er ist spezialisiert für Feinkost und Spezialitäten. Es ist seine eigene Marke, unter der er auch Eigenmarken für Bioland, Honig, Heidelbeeren und Sanddorn vertreibt. Er verfolgt ein Gesamtkonzept im Rahmen von Gumeria und organisierte 2013 auch den Gumeria-Markt für regionale Produzenten. Zum Erlebnis mit Kunsthandwerk, Event und Musik dabei. Herzlich willkommen, Herr Kruse. Weiter freuen Sie sich auf Frank Stieldorf. Frank Stieldorf vom Hersteller Völkel. Er engagiert sich seit 13 Jahren inzwischen als Vertriebs- und Marketingleiter für Völkel und dabei ganz besonders für die Aufgabe der Markenentwicklung und Führung. Er sieht Marken als Motor der Bioprofilierung und will sich und mit Völkel dafür als Hersteller konsequent engagieren. Unter anderem tut er das auch als Mitglied des BNN-Vorstandes. Heißen Sie ihn herzlich willkommen. Weiter an meiner linken Seite Frau Dr. Manon Hatzius von Alnatura. Seit 33 Jahren mit dem Thema Bio beschäftigt. Die erste große Geschäftsführerin der AGÖL. AGÖL, für die, die es nicht wissen, ist der Bio-Landbau-Dachverband. Den sie maßgeblich mitentwickelt hat. Und jetzt seit 14 Jahren ist sie bei Alnatura und dort verantwortlich für die Bereiche Qualität, Recht und Nachhaltigkeit. Für Sie haben wir im Gespräch, ich habe Sie auch erst kennenlernen dürfen, herausgefunden, dass der Kunde für Sie ein scheues Reh ist, so bezeichnet sie es. Und das Wichtigste, wenn man auf Zukunftsvision geht, ist zu verstehen, dass er scheu ist, und zu ahnen, was er dennoch will. Herzlich willkommen. Ja, der Kunde im Mittelpunkt. Rechts von mir, Meinrad Schmidt, Geschäftsführer der Terra Naturkost Handels AG, Geschäftsführer des Marketing-Dachverbunds der Regionalen, wo alle regionalen Großhändler engagiert sind, und ebenfalls im Vorstand des BNN. Er wünscht sich, so sagt er mir im Vorfeld, Alleinstellungsmerkmale im Fachhandel und weniger Zahlenorientierung in der Unternehmensentwicklung aller Branchenakteure. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Klaus Wedde, unser zweiter Fachhändler in dieser Runde, der Mitinhaber der Bioladen Kornblumengeschäfte in Paderborn. Er hat in dem Vorgänger des heute von ihm übernommenen Unternehmens seine Ausbildung gemacht. Er hat dieses Unternehmen mit übernommen, zusammen mit seinem Kollegen. Und er hat seit 2010 ein zweites Fachgeschäft auf inzwischen 760 Quadratmetern in Paderborn. Und sein Personalstamm wurde in den letzten 3 Jahren vervierfacht. Herr Wedde, herzlich willkommen. Applaus
vielleicht den meisten bekannt. Ich begrüße ganz herzlich Klaus Braun, Klaus Braun Kommunikationsberatung. Auch hier ganz kurze Erinnerung, er ist seit etwas über 30 Jahren in der Branche aktiv. Er ist Pionier in seiner Funktion als Betriebswirt, in derselben ERFA-Gruppeninitiator und Begleiter. Er ist Contrate-Entwickler, Berater für Unternehmensentwicklung und er ist der Initiator dieser Veranstaltung. Damit, liebe Anwesenden, wissen Sie, wer hier ist? Sie werden um eine kleine Vorschau haben, eine Präsentation von Klaus Braun erleben. Sie werden der Reihe nach ein Statement, Ergänzung dieser Runde dazu haben. Und danach gehen wir in den Dialog. Klaus, du hast das Wort. Ja, wir haben im Vorfeld der Biofach, wie jedes Jahr, die Betriebsauswertungen aus dem Vorjahr vorläufig zusammengestellt zu Branchenkennzahlen und haben in dem Zusammenhang den Blick zurück riskiert. Der war nicht so sehr gefährlich, um einen Blick nach vorne zu wagen. Und das ist das Thema heute. Die 5 Minuten Einstieg sollen dazu dienen, Ihnen den Hintergrund, auf dem die Diskussion stattfindet, ein bisschen zu erhellen. Die Naturkostfachhandelsbranche setzt 2013 knapp 2,5 Milliarden Euro um. Der Umsatz hat sich in 10 Jahren von 2003 auf 2013 verdoppelt. Das ist 1/3 des gesamten Budgets an Biolebensmitteln in Deutschland und das gesamte Budget an Biolebensmitteln in Deutschland liegt bei etwa 4% des deutschen Lebensmittelumsatzes. Nur um den Rahmen, in dem wir hier über Zahlen reden, die absolut groß sind, aber relativ dann doch noch Spielräume nach oben lassen, abzustecken. Die Idee ist, wenn man das auf Euro runterbricht, derzeit von 25 Euro Ausgaben für Lebensmittel ist 1 Euro in Bio. Und von diesem 1 Euro sind 30 Cent im Biofachhandel. Und bei analoger Weiterentwicklung im linearen Trend, wobei lineare Trends in der Regel in der Realität seltener vorkommen, als es die Wissenschaftler gerne hätten, so als Hausnummer, der Anteil der Biobranche am Lebensmittelumsatz in Deutschland würde sich damit auf maximal 2% erhöhen. Die Wirtschaftlichkeit des Biofachhandels ist über die letzten 10 Jahre durchweg stabil. Die Umsatzentwicklungen sind pro Jahr in der Gegend von 5-7% im Durchschnitt auf bestehender Fläche. Die realisierte Handelsspanne liegt deutlich über 30, hat sich im Laufe der Jahre leicht erhöht. Die Gesamtkosten liegen über 25, haben sich im Laufe der Jahre auch erhöht, leicht. Das heißt, das Betriebsergebnis ist relativ stabil, bei etwa 6%, so als Hausnummer. Quer über die ganzen Fachhandelsbetriebsstrukturen hinweg, wobei klar ist, 6% von einem Jahresumsatz von 300.000 Euro ist halt ein bisschen weniger als 6% von einem Jahresumsatz von 3 Millionen. Wenn die Welt sich daran hält, dass sie so weiterläuft, wenn es keine politischen Verwerfungen, Wirtschaftskrisen als Veränderungen von außen, wenn es nicht zunehmenden Preisdruck, Bioskandale, Verbraucherverhaltensveränderungen drastischer Art gibt, dann würde aus unserer Sicht die Stabilität im wirtschaftlichen Kontext für den Fachhandel durchaus erhalten bleiben können. Die Flächenstruktur hat sich deutlich erhöht, absolut, von 2003 gut 300.000 Quadratmeter auf 2013 etwa 520 Quadratmeter. In der Struktur sind die größeren Läden in der Anzahl gewachsen, aber noch viel stärker in ihrem Flächenanteil. Was sachlogisch schlüssig ist, das Phänomen, was dahinter steht, ist, dass die Anzahl der Verkaufsstätten sich über diese 10 Jahre
unseres Wissens fast nicht verändert hat. Es sind etwa 2.500. Die innere Struktur hat sich drastisch verändert und wird sich aus unserer Sicht deutlich weiter in diese Richtung verändern. Das heißt, es ist gegebenenfalls zu erwarten, dass in 4-5 Jahren der Anteil der großflächigen Betriebe über 400 Quadratmeter an der Gesamtfläche des Marktes deutlich über der Hälfte, tendenziell bis zu 2/3 liegt. Die Filialisierung, wobei wir für diese Auswertung jetzt als Filiale jede Struktur bezeichnen, die mehr als ein Outlet neudeutsch führt. Das kann man darüber streiten, ob das schlüssig ist, aber es war einfach, das so aufzusplitten, weil so hatten wir die Datengrundlage über die gesamten letzten Jahre. Im Jahr 2003 waren 3% dieser 2.500 Läden filialisiert, das waren tatsächlich genau 75. Und von denen waren, das sieht man in der roten Fassung, 45 regionale Filialisten und 30 bundesweite Filialisten, wobei wir da mit 3 Namen agieren, Alnatura hier am Tisch vertreten, Dents und Basic. Alle anderen haben wir als regionale Filialisten begriffen. Diese Tendenz ist auch deutlich zunehmend. Linearität ist hier ein Untertreiben des Schubes, so wie es im Moment im Markt sich abspielt. Das heißt, diese filialisierten Betriebe werden ihren Anteil deutlich erhöhen, unserer Sicht nach. Und es wird als Hypothese jedes dritte Naturkostfachgeschäft 2018 in diesem Sinne filialisiert sein. Ich verhehle nicht, dass an der Stelle diese Entwicklung noch viel schneller passieren kann. Da können wir ja nachher vielleicht mal Einschätzungen von Ihnen auch hören. Stichwort Kundenwahrnehmung und Qualität. Ganz früher, vor dieser Phase, die hier abgezeichnet ist, war so eine Kurzformel für das Sortiments- und Listungsverhalten des Fachhandels Bio pur. Alles konsequent Bio. Aktuell würde ich so die letzten 5 Jahre Sortimentstrend beschreiben. Bio als zwingend, aber plus. Bio plus fair, Bio plus regional, Bio plus manufakturmäßig erzeugt, Bio plus Slow Food, Bio plus vegan. Bio plus. Ich würde mal provokant sagen, es könnte sein, dass es Entwicklungen auf Verbraucherseite gibt, die als Erwartung an die Geschäfte zukünftig gerichtet werden, in der Form, dass es Geschäftsmodelle geben könnte, die plus Sortimente in diesem eben beschriebenen Sinne führen und vielleicht auch noch Bio. Vielleicht auch nicht. Das heißt, Bio als dominantes, exklusives Qualitätsmerkmal wird an Bedeutung verlieren und da wäre es spannend zu fragen, wie sich die Fassung dieses Qualitätsbegriffs mit diesen veränderten Verbrauchererwartungen befasst. Der Naturkostfachhandel hat in den nächsten Jahren aus unserer Sicht Bedarf an Exklusivität im Sortimentsbereich auf 2 Ebenen. Zum einen braucht es für die Verkaufsstätten, in welcher Form auch immer sie organisiert sind, Markenprodukte, die es nicht im gesamten Lebensmittelhandel all überall automatisch auch gibt. Und zum Zweiten gibt es aus unserer Sicht einen Bedarf branchenintern an Markenexklusivprodukten, die es dem inhabergeführten Fachhandel erlauben, sich gegen die größeren Strukturen, die mit ihren eigenen Handelsmarken bestimmte Verbrauchererwartungen decken, abzugrenzen. Das
ist aus unserer Sicht eine Frage, die sich an sämtliche Handelsstufen stellt, primär an die Hersteller, aber natürlich auch an Großhändler, als für diesen Markt ja etwas untypisch im LEH relevante Nahtstelle und Drehscheibe zwischen Herstellung und Fachhandel. Und zum Schluss einige Thesen einfach pointiert. Bio wird als Positionierungsmerkmal für den Fachhandel aus unserer Sicht nicht genügen. Die Unterschiede in den Sortimentsprofilen werden zunehmen. Die handelsstufenübergreifenden Kooperationskonzepte und strategischen Partnerschaften werden nötig werden, um im Sinne eines gemeinsamen Wachstums überlebensfähig zu sein und existenzfähig. Die derzeitigen Strukturveränderungen, wenn sie linear so weiter wachsen, sind aus meiner Sicht frappierend in ihrer Parallelität zum LEH und laufen Gefahr, dass der Naturkostfachhandel seine Lebendigkeit, seine Würze, seine Sauerteigfunktion im gesamten Handel verliert und sich damit tendenziell überflüssig macht, weil das, was dann dominant überbleiben würde, hat viel damit zu tun, was die Rewes, Edekas, Aldis und Lidls dieser Welt können. Ich möchte drei Songtexte aus meiner Biografie und der Branchenpioniersituation kurz hinten anstellen, die der eine oder andere kennt es vielleicht, ein bisschen Mut machen können. The times, they are changing. You got to move. We can work it out. Herzlichen Dank, Lars. We can work it out. Frank Stieldorf, wie wollen Sie es tun? Wo gehen Sie weiter und wo bestätigen Sie die Trends? So, jetzt habe ich... Hallo, hört man mich? Ja, gut. Ja, ich habe das erste Wort, das ist immer ganz spannend. Da möchte man direkt ganz viel sagen, aber es ist ja die Frage, die uns bewegt, wohin geht der Fachhandel, wie sehen wir Hersteller den Fachhandel? Und ich sage jetzt mal für Völkel gesprochen, natürlich brauchen wir den Fachhandel, weil der Fachhandel die einzige Basis ist, wo man die Kompetenz, die wir als Safthersteller haben, überhaupt zeigen kann. Und wir brauchen ihn, um halt diese Vielfalt und auch die Einzigartigkeit, die wir in den Fruchtsäften zeigen können, überhaupt darstellen können. Und ich glaube, es ist ein ganz großes Bedürfnis in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt direkt mal an den Verbraucher gucken, gar nicht an den Handel, sondern wirklich den Verbraucher, der Verbraucher, der einfach wieder Werte erkennen möchte, Werte wissen möchte, Ehrlichkeit haben möchte. Es geht ganz, ganz viel um Werte. Und ich sehe dahin die Aufgabe der Hersteller, der Markenhersteller, des Fachhandels, und zwar das wirklich zu wahren und so interessant zu halten, dass man nicht es einfach zu einer Armut kommt, die diese Branche überhaupt nicht hat, sondern sie hat einen Reichtum, der hochinteressant ist für den Verbraucher. Man will andere Produkte, man hat eine Riesenchance, sich als Pionier weiter zu positionieren, indem man an der Sache, wo man seit 20, 30 Jahren, 40, Völkel mittlerweile über 70 Jahre dran arbeitet, einfach diesen Gedanken konsequent weitergeht. Und da gibt es so viel zu tun, wir haben so viel zu bieten. Und ich glaube, es ist Zeit, weil der Verbraucher will es heute anders. Ansonsten würden Trendthemen, auch wie vegan oder die gerade ja ganz massiv zu sehen sind, sonst würden die nicht aufgenommen werden. Es sind Themen, die uns beschäftigen, die den Verbraucher beschäftigen, weil er es anders haben möchte. Und das kann der konventionelle Handel gar nicht bieten. Und das ist unsere Aufgabe, unsere Völkelaufgabe und eigentlich der ganzen Branche. Und Herr Kruse, Herr Stieldorf sagte eben gerade, der Verbraucher will es anders. Was erleben Sie dort? Wo bestätigen Sie die Trends von Herrn Braun? Und was tun Sie anders heute schon? Also für mich ist es schwierig, jetzt auf Thesen einzugehen, die grundsätzlich Perspektiven in der Allgemeinheit betreffen, weil ich eher von der Tendenz her auf mich gucke und eigentlich
meinen Weg gehen möchte und da eigentlich auf den Punkt gekommen bin, dass ich sag mal, ich als Biohändler für mich, was Sie auch gesagt haben, so viel Vielfalt und Engagement an den Tag legen kann und das aber in der Konstellation, also ich gehöre sozusagen eigentlich zu einer nächsten oder übernächsten Generation, nicht der Urgeneration von Fachhändlern, dass wir das auch unternehmerisch können. Und das ist ein so ein Hintergrund, wo ich für mich, da möchte ich nochmal auf diese Idee mit Gumeria eingehen. Da haben wir uns als Ideen ein zweites Standbein geschaffen, wo wir gesagt haben, wir machen Bio, 100% im Biomarkt und Gumeria ist unsere Marke, wo wir gesagt haben, in unserer Region kommen ständig Leute und bieten irgendwelche Produkte an aus kleineren Manufakturen. Wir geben der Regionalität sozusagen eine Chance und bauen für uns sozusagen ein zweites Standbein auf, wo ich mir auch sage, wir müssen dieses Thema regional, auch als, ich sag mal, Kleinstunternehmen, nicht irgendwelchen großen LEH-Ketten, auf die würde ich das erstmal reduzieren, überlassen, sondern da kann ich meine, sag ich mal, Kompetenz und Kreativität auch ausleben, weil am Ende geht es darum, und das ist, glaube ich, das die Energie oder die Power, die wir als kleine Händler haben, wir stehen irgendwo im direkten Kontakt A zu den Kunden und ich mache aber auch tagtäglich die Erfahrung, dass ich sag mal Kleinstproduzenten, die anfangen jetzt irgendwo in der aktuellen Zeit und das wird zunehmen, das wissen glaube ich mehrheitlich alle, irgendwelche Produktlinien zu entwickeln und die wollen sie irgendwo loswerden und das ist genau der Schnittpunkt, wo es fehlt. Es fehlt sozusagen eine Vertriebsstruktur und da habe ich für mich jetzt die Entscheidung getroffen, diesen Aufwand und diese Energie aufzubringen und mit Gumeria diesen, ich sag mal, parallelen Weg zum Biofachhandel zu gehen. Wobei ich natürlich trotzdem auch da diese Tendenz sehe, je konsequenter, also was meine ideologische Seite betrifft, desto besser. Aber ich merke auch, dass wir als kleinere stetig auch Ziel haben sollten zu wachsen und dementsprechend auch, ich sag mal, unternehmerisch zu agieren. Also das ist mir eigentlich wichtig. Okay. Frau Dr. Hatzius, was sagt Alnatura? Fühlen Sie sich mit den Trends bestätigt? Was machen Sie? Ich glaube, ja, also zu dem, was meine beiden Nachbarn gesagt haben, kann ich sofort Ja dazu sagen, auch zu dem, was Herr Braun ausgeführt hat. Ich glaube, ein Aspekt sollte noch dazugestellt werden. Ich habe den Eindruck, dass die großen Herausforderungen für uns alle, nicht nur in der Naturkostbranche, im Bereich der Gestaltung des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit liegen. Und darauf suchen alle, die Kunden, aber wir auch als Händler, genauso wie als Herstellerunternehmen, Antworten. Authentische Antworten. Wir wollen also jeweils den Menschen erleben, der eine Aufgabe wahrnimmt, für etwas steht. Das ist ein Ladner wie Herr Kruse, der mit Power und Engagement Vielfalt seinen Kunden anbietet, Erlebnisse seinen Kunden anbietet. Das ist ein Unternehmen wie Völkel mit dieser enormen Saftvielfalt und all dem vielen, was da an Arbeit davor und dahinter liegt. Aber das wäre auch beispielsweise ein Einzelhandelsformat wie Alnatura, was Wert auf schön gestaltete Läden legt, was Wert auf ein vielfältiges, aber zugleich auch überschaubares Sortiment legt, was Wert darauf legt, dass die Mitarbeiter gerne mit dem Kunden arbeiten, gerne auf den Kunden zugehen, wo die Kunden sich wohlfühlen, wo Kooperation über die verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette hinweg wichtig wird und wichtig auch und immer wichtiger wird und dabei auch außerordentlich wichtig ist, dass das erlebbar ist drumherum, dass man das kommuniziert und dass man dann gemeinsam diese wachsenden Herausforderungen des The Times They Are Changing, sie sind ja immer heftiger dabei, sich zu wechseln und zu wandeln, dass man das schafft und dass man das auch mit Freude schafft. Also die Dimension würde ich gerne dazu stellen, da sehe ich sozusagen auf uns alle die größten Herausforderungen zukommen. Dankeschön. Herr Wedde, was fügen Sie hinzu, wo differenzieren Sie zu dem bisherigen? Ja, ich bin ja auch ein kleiner Einzelhändler. Als Beispiel für sehr viele Kolleginnen und Kollegen deutschlandweit. Und dieser Trend zeichnet sich im Prinzip ja auch schon lange ab. Und ich denke, so stark dieser Trend zunehmen wird, umso größer wird auch für meine Kolleginnen und Kollegen und für mich, für uns halt zusammen die Chance, Nischen zu suchen, weil je stärker
das Wachstum sich in dieser Form entwickelt, umso größer wird meines Erachtens auch die Nische, die wir dann mit unserer Kreativität auch entsprechend ausfüllen können. Fügen Sie doch gerne noch mal hinzu. Sie haben mir dargestellt, Sie haben ganz klar gefühlt eine Nische besetzt. Ja, für uns war auch wichtig, wir haben halt unser Stammgeschäft mit 140 Quadratmetern. Für uns war schon lange klar, dass das für die Zukunft nicht überlebensfähig sein wird. Deswegen hatten wir 2010 das große Glück, eine Fläche mit 760 Quadratmetern Verkaufsfläche zu besetzen, wo wir halt zusätzlich zu unserem bestehenden Konzept auch ein Bistro mit integrieren konnten. Und ich denke, es ist wichtig, ein sehr gutes Sortiment auszuwählen, was sich bei uns vor allem in dem großen Laden besonders zeigt, ist aber auch wirklich nicht nur das Produkt, das Sortiment, sondern auch den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind aktuell über 60 Personen, die jeden Tag daran arbeiten, die Kunden wirklich herzlich zu bedienen. Und ja, ich sage einfach mal, die Kundenresonanz zeigt einfach, dass meine Angestellten einen sehr guten Job machen. Herzlichen Dank. Herr Schmidt, als Großhändler, als Geschäftsführer der Regionalen, we can work it out. Wie tun Sie es und was bestätigen Sie von Klaus Brauns Trends? Ja, ich hatte im Vorfeld ja schon gesagt, dass das alles ein bisschen zahlenlastig ist und dass ich das jetzt nicht unbedingt über Zahlen sehe, aber die Trends sind ganz klar. Also regionaler Biosupermarkt, überregionaler Biosupermarkt, die Kollegen von Alnatura, das ist natürlich schon sehr stark auf dem Vormarsch. Ich war gestern hier bei der Eröffnung von der Biofach und da wurden so kleine Filmchen eingespielt und da wurde eine englische Bäuerin porträtiert, die also so ein Stück weit von Bio 1.0 kam, die ökologischen Landbau von ganz unten sehr dargestellt, wie sich das verändert und wie sie ihre Biografie und ihre Geschichte sieht. Am Ende hat sie gesagt, und wir brauchen, wir machen ökologischen Landbau und wir brauchen den Dialog zum Handel. Und das fand ich richtig treffend zu dem Thema 2.0, 3.0. Es fehlt uns, oder es ist uns ein bisschen der Dialog zum Handel verloren gegangen. Und das ist die Chance für den Fachhandel, diesen Dialog wieder zu beleben. Also ich glaube, wir brauchen, ich sehe auch nicht schwarz oder ich sehe auch nicht pessimistisch in die Zukunft. Ich sehe das total optimistisch. Wir müssen den Fachhandel stark machen mit Alleinstellungsmerkmale. Wir müssen nicht nur Artikel besetzen, sondern wir müssen auch Themen besetzen, die den Verbraucher interessieren. Es wurde gestern auch gesagt, dass die 2013, dass mehr als 50% der Weltbevölkerung in Städten lebt. Ich komme aus Berlin und man merkt sehr stark, dass da eine Sehnsucht ist nach Umland. Wir Berliner hatten das Glück, dass wir jetzt neuerdings ein richtig schönes, großes Umland haben, dass aber auch in der Stadt relativ viel Bienenprojekte sich entwickeln, dass es die Prinzessinnengärten gibt, wo Städter in Kreuzberg Salate pflanzen und zurück zum Fachhandel. Also wir brauchen Netzwerke, wir brauchen Inhalte, wir brauchen Themen, die der Fachhandel richtig mit seiner Beratungskompetenz und mit seiner auch sozialen Kompetenz spielen kann. Und wenn wir das umsetzen, dann werden wir spielend 3.0 erreichen. Und bei der Eröffnung gestern waren wir ja manchmal schon bei 5.0 oder bei 6.0. Also Schritt für Schritt machen wir 3.0 und ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nur mein Eindruck, aber es gibt scheinbar eine große Einigkeit und wenig Reibungen in der Einschätzung mit kleinen Nuancen. Gibt es keine Probleme, / Herausforderungen? Wie sehen Sie es? Ich glaube, dass wir
alle zusammen riesige Herausforderungen haben. Und ich sage, diesen eigentlich rabenschwarzen Tag, den wir vor 2 Tagen mit der Genmais-Entscheidung hatten, das wird wirklich polarisieren und es wird Menschen polarisieren und wird auf Themen wieder aufmerksam machen, und zwar, dass wir, ich sage das eigentlich in jedem zweiten Gespräch, meine Herren, vor, lass mal 100 Jahre zurückdenken, da war die Welt noch 100% Bio. Ja, und wir verkaufen Bio als etwas Besonderes hier. Und dabei ist es das Natürlichste der Welt. Ja, und das ist alles noch gar nicht lange her. Und wenn man die nächsten 10 Jahre sieht, dann wird es nicht einfacher werden. Wir sehen die Schwierigkeiten, halt Rohwaren zu bekommen, die Qualitäten so hoch zu halten und noch höher zu halten. Und eigentlich wissen wir, dass wir ganz wichtige Themen spielen sollten und müssen, wie samenfeste Sorten und viele andere Themen. Und das wird viel mehr zu den Konsumenten kommen, als es heute ist. Wir haben also riesig viele Themen, an denen wir uns halt wirklich reiben müssen und wo ich halt Riesenchancen halt wirklich für den Fachhandel sehe, um das wirklich auch nach vorne zu. Und es wird ankommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren ganz viele Themen haben, wo wir gut, wenn auch nicht sehr gut aufgestellt sind, also auch da gibt es ganz viel zu tun, aber es sind Themen, die gehört werden und da werden wir uns reiben müssen, und ich glaube, das sind aber auch gleichzeitig unser Potenzial, was wir haben, und deswegen ist Bio, was Sie eben sagten, Bio wird so nicht mehr halt reichen oder es ist halt die Basis, ja, aber ich glaube, dieses, was wofür Bio steht, das dürfen wir überhaupt nicht vergessen, weil da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Es wird in Zukunft viel schwieriger werden, diese Standard zu halten und obendrauf noch zu verbessern und eigene Richtlinien und halt besser zu werden. Möchte noch jemand zu Ihnen dieses Problem, diese Probleme dazu verschärfen? Klaus? Ich würde dazu gern direkt kurz was entgegnen, was mich dann schon als zwar Selbstverständnis Bestandteil dieser Branche, aber eben nicht als Tätiger auf einer Handelsstufe, sondern ein bisschen auch als Beobachter, genau in der Situation gestern Abend massiv irritiert hat, war, dass genau der Minister, der diese Botschaft bringt und der die sie zu vertreten hat, mit der eleganten Begründung, ich bin dagegen, aber ich habe mich enthalten, nach seiner Rede von der Creme der Branche beklatscht wird. Das war ziemlich irritierend. Und das hebt für mich die Frage, wie eng sind Sagen und Tun wirklich beieinander? Herr Schmidt. Also ich durfte gestern auch ein bisschen mit dem Minister sprechen und sitzen. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Er ist gekommen und dann haben wir ihm gleich das um die Ohren gehauen. Und was Enthaltung ist Halbheit. Also Enthaltung ist, also ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland muss Flagge bekennen und muss da was zu sagen haben. Er hat sofort erwidert, Paragraph was weiß ich was. Also er hat in seinem Koalitionsvertrag, den er in seiner großen Koalition gemacht hat mit seinen, also aus seiner CSU-Sicht, also auch mit der CDU und mit der SPD, steht drin, dass wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, dann enthalten sie sich. Und die Herrschaften haben ja relativ lange dran gebastelt, diesen Koalitionsvertrag hinzukriegen. Die haben sich auch sehr viel Zeit gelassen. Und also das war für ihn eigentlich überhaupt kein Thema, dass sich Deutschland enthalten muss, weil die Konstellation so, die politische Konstellation so ist, wie sie ist. Ich fand es trotzdem bemerkenswert, dass er dann seine Meinung gesagt hat. Er hat es auch sehr, sehr authentisch gesagt und hat sehr deutlich gesagt, dass er dagegen ist. Klar, zufrieden bin ich damit auch nicht, aber ich habe es ein bisschen verstanden. Also ansonsten hat er eigentlich auf dem BNN Come Together hat er eine Rede gehalten, wo, also das, als von seiner Herkunft von der CSU hätten wir sowas wirklich nicht erwartet. Also es war schon authentisch, es war schon grün besetzt und ich glaube, er fühlt sich auch relativ wohl als Landwirtschaftsminister. Die Herausforderungen kommen im Wesentlichen von außen auf uns zu. Das sehe ich auch so. Einmal Einzelhandel in Deutschland ist, glaube ich, das härteste Einzelhandelsumfeld weltweit, was wir haben. Das muss man einfach sagen. Das betrifft den normalen Lebensmitteleinzelhandel. Das betrifft auch die Biobranche. Das ist ja Teil des Lebensmitteleinzelhandels. Also das ist nicht easy.
Und das ist auch nicht selbstverständlich, das wissen aber alle, die hier sitzen. Und die stellen sich dem aus in verschiedener Richtung. Die zweite Herausforderung hat Herr Stieldorf erwähnt. Es wird immer schwieriger werden, die gentechnisch veränderten Kulturen weit genug von uns wegzuhalten. Es wird immer schwieriger werden, eine gesetzliche Regelung zu haben, die uns als Branche nicht stranguliert. Das, was da im Moment in Brüssel ausgekocht wird, macht mir ganz große Sorgen. Wir haben jetzt schon nur noch 1 oder 2% Wachstum, 1% Wachstum bei den Landwirten, 2% Wachstum bei der Fläche im Biolandbau in Deutschland. Der Markt wächst mehr. Wir wollen alle auch, dass natürlich mehr Bioprodukte gekauft werden, dass mehr Kunden mehr Bioprodukte kaufen können. Aber wir drehen unseren Bauern hier zu Hause den Hals zu. Also nicht wir, sondern wir alle mit dem Apparat in Brüssel, den wir da gestatten, sich so zu benehmen, wie er das tut. Also da sitzen jede Menge Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen, vor denen wir alle stehen und wo wir eine starke gemeinsame Vertretung und auch ein Plus-Minus im gleichen Sinne Sprechen aus der Branche brauchen, um das überhaupt zu Gehör zu bringen. Ein Plus-Minus-Sprechen zu diesen Herausforderungen von außen, verbunden mit sozialer Innovation, von der Sie gesprochen haben, Herr Schmidt, in anderen Worten. Aber ich möchte Sie alle Beteiligten auch noch mal in diesem Forum hier auf der Biofach, wo die Branche unter sich ist. Was heißt das konkret? Ich bleibe noch mal We Can Work It Out als Titel. Was können Sie tun? Was fällt Ihnen ein als Teilhaber dieser Branche? Ich fange gerne an. Also ich glaube, dass wir wichtig ist, dass wir Themen anpacken müssen, auch wenn es auch ganz viel auf Produktebene, glaube ich, dass wir Themen anpacken müssen, weil Produkte sind halt auch die Flaggschiffe, die man halt direkt im Markt sieht. Und wenn dort Auslobungen halt sind, und zwar ob jetzt samenfest ist, ich meine, das ist echt ein sperriges Wort. Also wenn so ein rote Beete-Saft samenfest, das ist, meine Herren, also für einen konventionellen Verbraucher, der noch nie ein Bioprodukt in der Hand gehabt hat und da steht noch samenfest drauf, das ist eine harte Nummer, aber er hinterfragt es vielleicht. Also müssen wir so diese Themen, was bedeutet das, müssen wir einfach spielen. Ich finde, das muss man an Produkten spielen. Man muss Themen aufnehmen. Ich glaube, wir Hersteller und auch der Handel muss weiterhin auch Pionier sein, um halt einfach Themen nach vorne zu bringen. Und man sieht ja, dass sie ankommen. Ja, also es wird hinterfragt und es wird in der heutigen Zeit, angefacht durch die jetzt ein paar Jahre zurückliegende Finanzkrise, werden Dinge hinterfragt und man will einfach Dinge wieder wissen. Und wenn dann Sachen ausgelobt werden, hingewiesen werden, dann werden sie auch irgendwo hinterfragt, warum ist das so? Und ich glaube, das muss in Zukunft mehr gemacht werden, dass an uns Herstellern diese Aufgaben wahrzunehmen, solche Produkte zu bringen. Ich glaube, dass wir auch politischer sein müssen. Auch die Firmen müssen politischer sein und diese Urbotschaft. Ich sage manchmal immer, wir sind viel zu ruhig geworden. Also die Pioniere, die ja vor 30, 40, 50 Jahren, die sahen auch alle noch ein bisschen, nicht nur jünger, sondern auch ein bisschen anders aus. Und sie waren auch alle politisch unterwegs. Und ich glaube, dass die Branche muss auch politisch sein und die Unternehmen müssen politisch sein und nicht nur wirtschaftlich. Herr Kruse an Ihrer Seite. Da würde ich gerne was zu sagen, und zwar in dem Zusammenhang fiel jetzt öfter das Wort, wir haben die Herausforderung zu informieren und sag mal auch als Händler ranzugehen. Da sind zwei Seiten wirklich zu beachten oder eine ganz wesentliche. Wir als Händler müssen auch die Manpower aufbringen, so eine Aktivitäten überhaupt zu starten, und das ist am Ende so. Ich sag mal, da kann ich für mich reden, wir machen das, also weil ich denke, dass gerade sozial oder auch, ich sag mal, ganz konkret politisch aktiv zu werden, ist eine wesentliche, ich sag mal, ideologische Geschichte, die uns sozusagen nochmal als was anderes präsentiert. Und da gehe ich persönlich oder wir als Biomarkt Neubrandenburg auch den Weg, dass wir vor Ort einfach Netzwerke suchen, dass wir mit irgendwelchen Initiativen zusammenarbeiten. Bringe ich jetzt mal als Beispiel, ein Arzt in Neubrandenburg hat in Bangladesch in einem Waisenheim aufgetan, der ist für Ärzte ohne Grenzen unterwegs, und dieser Orden wurde 100 Jahre alt, und da haben wir einfach als Biomarkt 100x100 eine Kampagne gestartet und haben wirklich 100x100 sozusagen 10.000 Euro, 14.000 zusammengebracht innerhalb von einem Monat. Das hört sich erstmal schön an, aber ich merke, was das sozusagen für eine Manpower bei mir
ich sag mal, gezogen hat und Energie, weil das war kurz vorm Weihnachtsgeschäft. Und ich sag mal, hätte ich mein Team nicht gehabt, die den Laden sozusagen hochgehalten hätten, parallel plus ein, zwei Krankenscheine, die in der Zeit noch auf meinem Tisch gelandet sind und ich sozusagen das Maskottchen für die Regionalzeitung war, mit denen wir eine Medienpartnerschaft in dem Zusammenhang hatten, ist es so, wäre das alles nach hinten losgegangen. Aber am Ende merke ich, dass genau Sonderaktionen, ich sage mal, nochmal den feinen Unterschied machen. Natürlich machen das die Großen auch, die machen das aber mit einem, ich sage mal, ganz anderen Know-how, mit einem ganz anderen Geld im Hintergrund, wen auch immer sie sich da durch ihre, ich sag mal, Finanzmittel leisten können, dass da eine vernünftige Kampagne aufgezogen wird, denke ich, das können wir auch. Und ich sag mal, ich für mich habe in meinem politischen Vorgängerleben so viel Erfahrung gesammelt, dass solche Kampagnen mir in Anführungsstrichen, sage ich mal, leicht von der Hand gehen, auch wenn sie viel Zeit und Energie kosten. Aber ich merke, am Ende bringt mir das die Energie, die ich brauche, wo ich sage, das ist das, warum mir dieser Job hier auch Spaß macht, warum ich jeden Tag auch ein paar Möhren aussortieren kann, mal einstecken kann, dass es irgendwo eine schlechte Nachricht gibt und ich eigentlich auch lieber nochmal mit meinem Großhändler diskutieren würde und auch mal nörgeln, wir müssen uns ja auch mal reiben und nicht nur lieb haben, aber am Ende ist es so, das ist, glaube ich, das, was ich sag mal, den Oldschool-Ökos, sag ich mal, an der heutigen Generation Bio fehlt, wo ich merke, manchmal gehen hier die Seiten auch ein Stück weit aneinander vorbei und ist, glaube ich, gut, wenn wir da irgendwo einen Mittelweg finden, wo wir uns alle wieder treffen können. In Anführungsstrichen. Danke. Herr Schmidt. Ja, ich möchte eigentlich einfach nur in Michaels Sinne weiterreden und nochmal die Regionalität nochmal aufs Tablett heben. Also das wird immer relativ wenig behandelt. Es wird, Frau Aigner hat es versucht, versucht es gerade mit dem Fenster zu behandeln. Aber ich denke, wir sind eigentlich die Pioniere der Regionalität. Wir haben, also jetzt in unserem Bereich haben wir in Berlin und in Brandenburg angefangen, das Zweinutzungshuhn zu züchten. Also wir haben 5 Betriebe, die Hühnergrößen von 500, 800 Tieren haben. Wir gehen weg von den, also wir ziehen die Hähne und die eierlegenden Hühner parallel auf. Wir transportieren das in den Facheinzelhandel rein. Das wird sehr stark im Facheinzelhandel aufgenommen. Wir gehen weg von den Lohmann-Hühnern. Wir gehen weg von dem wirklich schwierigen ethischen Problem, dass die Hähne geschreddert werden. Das ist ein wunderschönes Projekt und das sind die Dinge, die wir in der Produktion und in der Logistik und auch im Einzelhandel wunderschön durchkommunizieren können. Ein anderes Beispiel sind die Saaten, die schon angesprochen worden sind. Wir hatten kürzlich ein Partnertreffen mit unseren regionalen Lieferanten. Wir haben eine Gärtnerei, die hat eine gelbe Strauchtomate gemacht. Das ist eine Hybride. Die Strauchtomate sollte wieder bestellt werden. Und da hat die Saatgutfirma gesagt, nein, gibt's nicht mehr. Also wieder ein bisschen Vielfalt kaputt. Dann war eine andere Züchterin dabei, die hat gesagt, ich kenne jetzt eine dritte Züchterin, die kann diese Hybridsorte wieder in eine Samenfeste umzüchten. Ja. Aber das kostet dann halt jedes Jahr 2.000, 3.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, es kann doch nicht daran scheitern. Die 3.000 Euro, die werden wir aufbringen. Und jetzt gehen wir dran und züchten einfach die Sorte, dass die uns erhalten bleibt, weil wir sie gut verkaufen. Mhm. Die züchten wir wieder hin. Und das sind die Themen, wo wir punkten können und die müssen wir aufnehmen und müssen Netzwerke schaffen und müssen es einfach auch durchkommunizieren, okay, und damit auch Begeisterung schaffen. Genau, und das entstehen Geschichten. Frau Hatzius? Ergänzend zu dem, was die Vorredner gesagt haben, das herrliche We can work it out, ja, tun, also wirklich zeigen, dass es geht, das ist das eine. Sorry, das ist irgendwie mit der Technik. I can't work it out. Und das andere ist, dass in dieser Vielfalt, die den Kunden vor Ort anspricht und für ihn erlebbar ist, dann trotzdem als Branche, als Gemeinschaft eine Linie, in die wir gemeinsam gehen, erkennbar ist, wo wir dann auch in der Interessenvertretung, in der Gesetzgebung und so weiter zu Gehör kommen. Mit bunter Vielfalt kommen wir da nicht zu Gehör. Das ist eine riesige Herausforderung. Das ist genau der Spagat, vor dem der Einzelhandel immer steht. Es am Detail zeigen, erlebbar machen und trotzdem die große Linie auch noch zu haben. Also da sitzt wirklich unsere Aufgabe. Ja, was für mich als
inhabergeführtes Fachgeschäft wichtig ist oder wo ich mich in der Pflicht sehe für die Zukunft. Auf der einen Seite, ich habe das eben angesprochen, was Sortimentspolitik angeht, die richtigen Partner zu finden, auf Herstellerseite, auf Großhandelsebene. Ich finde es sehr interessant, mit guten Partnern Projekte dort zu machen. Projekte zum Beispiel auch Kommunikation vom Hersteller, vom Großhandel und Einzelhandel in Form von wirklich eines einheitlichen Forums, wo auf dieser Ebene Austausch stattfindet. Ganz wichtig, mit Alleinstellungsmerkmal auch konkurrenzfähig zu sein. Und für mich ist auch wichtig, nicht nur Sortimentsqualität, sondern auch wirklich persönliche Qualität in Form von Beratung dem Kunden wirklich zuteil werden zu lassen. Ich denke, die inhabergeführten Fachgeschäfte, die müssen in Zukunft einfach, um überlebensfähig zu sein, die besten sein. Mhm. Danke. Klaus, noch dazu? Ja, ich würde gerne noch eine kurze Bemerkung zu den besonderen Strukturen dieses Handels machen. Es ist ja absolut unüblich im Lebensmittelhandel, diese exponiert dreistufige Struktur mit Wertschöpfung auf jeder Ebene, was ja zwangsläufig dazu führt, dass die Leistung umfänglicher ist und das sich in Preisen irgendwann niederschlagen muss. Und ich denke, die Chance liegt darin, das so zu kultivieren, dass die Unterschiedlichkeit dieser Leistung, dass der Großhandel eben deutlich mehr macht als nur Logistikfunktionen übernehmen, dass die auch am Ende beim Endverbraucher als Zusatz Bestandteil dessen, was er einkauft, so ankommt, dass er ein inneres Verständnis für Fachhandelspreise und Fachhandelswertschöpfungen entwickelt. Weil der Gegenweg zu sagen, wir specken das ab, dass wir auf Preisniveaus in den Endverbraucherpreisen kommen, die auf Niveau des klassischen Lebensmitteleinzelhandels liegen, ist nicht erreichbar, sachlogisch, ohne Aufgabe dieser Struktur. Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann, aber im Moment gehen ja alle Aussagen eher in die Richtung, diese Struktur aufrechtzuerhalten. Dann muss ich gucken, dass sie die Wertschöpfung auch tatsächlich ermöglicht, die hinterher dann im Einzelhandel eingefordert werden muss. So als ja, herzlichen Dank. Und wir kommen zu einem kurzen Abschlussplädoyer. Ich beziehe mich nochmal auf die Folie von dir, Klaus, wo du sagst, also Betriebsergebnis, Wirtschaftlichkeit 2013, 6,1%, um mal wieder die Zahl zu sagen. Und du hast gesagt, wenn vernünftig gehandelt wird und natürlich bei den ganzen Einflussfaktoren auch von außen, wird es vernünftige Betriebsergebnisse auch für die Zukunft geben. Ich kopple das mit den sozialen Innovationen. Wir müssen mit sozial innovativen Haltungen und Handlungen agieren. Hier sitzen jetzt 6 Menschen, Akteure in den unterschiedlichsten Positionen innerhalb des Marktes. Nur was Menschen persönlich begeistert, ist das, was sie auch in Handlungen umsetzen. Daher meine Einladung an Sie, der Reihe nach, Herr Kruse, Herr Stieldorf und bis zum Ende zu Klaus. Was begeistert Sie aus dem, was Sie jetzt hier gerade erlebt haben und was nehmen Sie davon mit, Sie als Mensch? Was nehme ich für mich mit? Eine Handvoll Proben für meine Jungs und ansonsten, aber die nehmen sie auch selbst. Die sind dabei, ich nehme mit, dass ich wirklich auch nochmal das Gefühl habe, dass es so ist, also ich bin ein Original, alle, die hier sitzen, sind ein Original und wir als Originale können mit Nachahmern super leben. Das habe ich jetzt auch ansatzweise aus einer Brand 1 mal geklaut. Die hatten das Thema Original. Und wir sollten mit diesem Original leben. Und ich bin eigentlich mir sicher, wenn wir originell und original sind, dann bleiben wir auch da, wo wir sind. Und da gehören wir auch hin. Ja, gerne, bitte. Das Schöne an der Branche ist, dass man sich überhaupt nicht verbiegen muss. Und dass man eigentlich den Weg, ich bin vor 13 Jahren halt in die Biobranche eingestiegen und eigentlich ist es immer noch der gleiche Weg und der Auftrag ist immer noch der gleiche. Es wird runtergebrochen auf Fruchtsäfte und Gemüsesäfte bei mir,
aber der Weg ist eigentlich unverändert der gleiche. Und wenn ich nach vorne die nächsten Jahre sehe und in welchem, ja, was es im Bereich Bio und für unsere Welt und die Natur halt so zu tun gibt, dann ist die Aufgabe überhaupt nicht kleiner geworden. Aber es ist immer noch die gleiche Aufgabe und das begeistert. Die Vielfalt der Menschen, der Akteure begeistert und diese Begeisterung in produktive, konstruktive Kooperationen im geschäftlichen Umfeld mit nachhaltiger Wirkung umzusetzen, das ist die Herausforderung und das ist immer wieder neu der Anstoß, sich dafür einzusetzen. Ja, ich sehe es ein bisschen politisch. Ich denke, dass wir die letzten Jahre Stichworte Biogasanlagen, Vermeisung der Landwirtschaften, Monokulturen, also wo man jetzt gerade, wenn man durch ostdeutsche Landschaften fährt, wo man dann wirklich laut heulen könnte eigentlich. Und ich sehe jetzt so politisch schon wieder Botschaften, wo ich glaube, dass nicht ganz schnell, aber dass wir, wenn wir zäh weiterarbeiten, dass wir da doch wieder auf einen besseren Weg kommen. Also das macht mich hier schon auch optimistisch. Ja, ich sehe grundsätzlich eine sehr positive Entwicklung und ich nehme auf jeden Fall mit bei den ganzen Themen, die angesprochen sind, die wichtig werden und ja, dass sie eigentlich keiner besser machen kann als der inhabergeführte Fachhandel. Von daher freue ich mich darauf, das in Zukunft auch zu tun. Ja, ich würde das, was mich bewegt, gerne in einem Bild sagen, was mir gestern so bei den 1,5 Stunden einfach so über die Halle 9, durch die Halle 9 und Halle 7 schlendern durch den Kopf ging. Ich fände, es wäre an der Zeit, dass die gesamte Branche wieder ein bisschen mehr von der Verpackung wegkommt und sich ein bisschen mehr um den Inhalt kümmert, sowohl produktmäßig als auch, und da liegt für mich die große Zuversicht, dass das erfolgreich sein wird, weil diese hohe Identifikation der Tätigen mit dem, was sie tun, wird teilweise überlackiert. Und ich fände es schön, wenn die in dem, was die Branche nach außen gibt, nicht nur in den Produkten, sondern auch in sonstigen Tätigkeiten deutlich spürbarer werden würde, weil ich denke, das wäre das, was Endverbraucher dann wieder verstärkt anziehen könnte. Mich hat begeistert die Vorbereitung des Inhaltes, die Gespräche mit Ihnen allen, die ich am Telefon führen durfte und die Umsetzung jetzt. Ich hoffe, es hat auch Ihnen allen ein bisschen Inspiration und etwas zum Mitnehmen gebracht und ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Messe. Dankeschön und auf Wiedersehen.